Osama bin Laden ist tot. Oder in Hollywood wäre das offizielle Drehbuch dieses Abganges in der Mülltonne gelandet. 10 Jahre lang lebte die gesamte Welt in Angst und Schrecken. Osama bin Laden, der gefährlichste Mann der Welt, das Gehirn des Terrornetzwerkes Al-Qaida, der Mann, der den 11. September geplant und finanziert hatte. Dieser Mann, das Böse in Persona, war immer noch auf freiem Fuß und er war mehr denn je ein Global Player, aktiv. Selbst alle amerikanischen Geheimdienste im Verbund konnten den unsympathischen Vollbart-Fanatiker nicht aufspüren. Die letzte große Supermacht war supermachtlos und wurde wie ein dummer Junge vorgeführt von einem Araber. Jesus. Ab und an gab es dann, wie früher bei MTV, frische Videokassetten von Osama bin Laden im Direktvertrieb. Aber oft waren die Inhalte irgendwie schon total unfrisch, bis sie in den Massenmedien auftauchen durften. Was wohl damit zu tun hatte, dass man im Pentagon schon Jahre vorher auf DVD-Player umgestiegen war und es immer schwieriger schien, selbst für Spezialisten entsprechende Videorekorder aufzutreiben. Bin Laden war, um es auf den Punkt zu bringen, trotz Oldschool-Technik immer einen Schritt voraus. Er war der echte Chuck Norris, unbesiegbar und überall. Wo immer eine Mülltonne brannte, ein Reissack umfiel oder unter einer College-Toilette Rauch hervorquoll, Bin Laden steckte dahinter. In dubio pro reo, das galt für alle Menschen auf der Welt, nur nicht für den auf Abwege geratenen Sohn reicher Saudi-Eltern, dessen Familie jahrelang im Weißen Haus ein- und ausging, um Deals mit der US-Regierung per Handschlag einzufädeln. Bis zum 11. September. Und dabei hatte alles so gut angefangen. Wir erinnern uns nicht. Osama bin Laden war in den 80ern der Mann gewesen, der damals auch schon in Afghanistan als Hobby-Terrorist jobbend zusammen mit seinen Homies, den Mujahedin, gegen die Russen kämpfte. Es lief so lala. Dann wurde dieser Osama bin Laden von der US-Regierung angesprochen und mit der Frage konfrontiert, ob er sich nicht vorstellen könne, professioneller Terrorist zu werden, um die Russen endlich fertig zu machen. Brutal, effektiv und zeitnah. Osama bin Laden fand die Idee ganz prima und schon flossen knapp 250 Millionen Dollar aus dem US-Wehretat an ihn und seine Crew. Unter strengen Auflagen, versteht sich. Die Mujahedin mussten quasi zur Nachschulung, sprich sich von Profikillern des US-Militärs in effektiven Tötungstechniken ausbilden lassen. An modernstem Kriegsgerät, versteht sich, aber das gab es dafür reichlich und gratis. Aus der Chaos-Truppe Mujahedin, übersetzt Freiheitskämpfer, sollte, so die US-Bedingungen, binnen weniger Monate ein professionelles Terrornetzwerk werden. Das klappte auch ganz prima, denn amerikanische Elitesoldaten wissen, wie man selbst die einfältigsten Bergmoslems in kürzester Zeit zu Killermaschinen drillt. Fazit der Operation: Die Russen verloren in Afghanistan den Krieg gegen die Rebellen und mussten rund 50.000 Soldatengräber ausheben und zogen schließlich am Boden zerstört ab. Wer nicht abzog, war Osama bin Laden und seine Crew, was auch damit zu tun hatte, dass diese Leute Afghanen waren und in der Gegend wohnten. Afghanen eben. Afghanen, und das wussten die Amerikaner nicht, wohnen auch dann noch in Afghanistan, wenn die Russen weg sind. Das passte den US-Militärs aber nicht. Noch weniger, dass man sich jetzt Al-Qaida nannte und eigene Interessen verfolgte, sprich nicht mehr bereit war, als outgesourcete US-Kampftruppe mit Turban Leute zu meucheln, die den Amerikanern im Weg waren. Al-Qaida strebte, wie seinerzeit die Einwohner der späteren Vereinigten Staaten von Amerika, nach Unabhängigkeit. So kam es zum Streit. Osama bin Laden als Geschäftsführer von Al-Qaida und die US-Regierung waren ab sofort Erzfeinde. Und Erzfeinde haben in der Öffentlichkeit bitte keine gemeinsame Geschichte. Wie gesagt, wir erinnern uns nicht. Warum auch? Jetzt wird erstmal gefeiert. Montagmorgen 9:30 in Deutschland. Osama bin Laden ist tot. Ein Satz, der die ganze Welt aufatmen lässt. Er starb im Kugelhagel amerikanischer Spezialeinheiten und wurde Stunden später auf See bestattet. Da kann man nicht meckern, außer als Moslem, denn die werden zu 99% in der Erde mit dem Gesicht nach Mekka tiefer gelegt. Irgendwer von den für den Islam zuständigen Beamten im Weißen Haus hat da wohl wieder den Koran falsch rumgehalten. Ist auch nicht so wichtig. Osama bin Laden, der Mann, der optisch ein wenig an den Weihnachtsmann erinnerte, war ja auch nicht im Auftrag des Herrn unterwegs. Jedenfalls nicht des richtigen Herrn. Osama bin Laden war, um es eindeutig zu formulieren, kein wiedergeborener Christ, wie zum Beispiel George W. Bush. Nein, Osama bin Laden, das hatte man recherchiert, war eine Art von Moslem. Aber einer, den man töten muss, trotz des 5. Gebotes. Jetzt ist er weg und man kann sich in den amerikanischen Thinktanks endlich dem nächsten Feind zuwenden, den es ja längst gibt und der viel gefährlicher ist als dieser alte Fusselbartträger mit Kalaschnikow. Nicht der Iran, das ist nur ein halbstarker Abtrünniger, den man mit links knackt. Nein, China. Es geht um China. China ist der eigentliche Konkurrent, den es kalt zu stellen gilt. Das kann nicht gelingen, denn China ist viel zu groß, lange erwacht und daher längst viel zu mächtig geworden. Das wissen die Strategen natürlich. Hier hilft nur eine Politik des In-Schach-Haltens mit allen Mitteln, an die wir uns im Kalten Krieg, zum Beispiel gegen die damalige Sowjetunion, längst gewöhnt haben. China
Staatsfeind Nummer 1 lautet jetzt mit dem Tod Osama Bin Ladens die aktuelle Losung auf den Fluren amerikanischer Sicherheitsdienste. Und so werden wir in naher Zukunft eine Berichterstattung erleben, die vor allem darauf abzielt, China als den neuen Aggressor dastehen zu lassen. Hier ist jede helfende Partnerhand herzlich willkommen. Natürlich auch aus Saudi-Arabien, der Heimat der Familie Laden. Also Schwamm drüber wegen des toten Osama. Ein Spinner unter vielen alten Araber-Homies mit Diktaturallergie. Wie sagt ein arabisches Sprichwort, die Hand, die du dem Feind nicht abschlagen kannst, musst du zum Große ergreifen. In diesem Sinne, Peace an alle, die Bock und wirtschaftliche Interessen haben, jetzt mal den Chinesen so richtig eins vor den Latz zu knallen. Zum Beispiel in Afrika, wo die tierisch nach Bodenschätzen buddeln. Genau wie wir. Streichen wir den letzten Satz. Fragen wir lieber nach dem Regimekritiker YY, der fast so mundtot gemacht wird wie diese Kombattanten. Eine Unterart von Mensch, die seit Jahren in Guantanamo versuchen herauszufinden, was es mit dem US-Credo Freedom of Speech auf sich hat oder wie die Sätze, die wir alle aus US-Krimiserien kennen, gemeint sein könnten. Sie haben das Recht zu schweigen, Sie haben das Recht, einen Anwalt zu nehmen. Alles, was Sie jetzt sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Ob Osama bin Laden kurz vor seinem angeblichen Kopfschuss im Ausland, faktisch ein geplanter Mord, seine Rechte vorgelesen bekam? Vielleicht ein Gedanke noch von einem Nicht-Geheimdienstler, also einem kompletten Laien, in diesem Fall mir, einem Reporter. Wenn ich 10 Jahre lang den gefährlichsten Terroristen der Welt suche und dann endlich ausgespäht habe, was würde ich den ausführenden Spezialeinheiten mit auf den Weg geben? Na, Leute, bringt mir den Typen lebend. Warum? Weil der Mann ein verdammtes Genie ist. Er ist der Kopf des erfolgreichsten Terrornetzwerkes der Welt. Wegen ihm haben wir weltweit Bürgerrechte beschnitten und den gesamten Flugverkehr umgekrempelt. Er kennt alle Details in Sachen Al-Qaida. Er kennt alle Hintermänner, alle Pläne für die Zukunft. Wegen ihm sind wir und unsere Partner offiziell in Afghanistan. Osama bin Laden kann uns endlich verraten, wie er es am 11. September geschafft hat, mit 4 Passagiermaschinen die USA so anzugreifen, dass die gesamte Luftraumüberwachung der Vereinigten Staaten nicht vom Boden abhob. Osama bin Laden kann und wird uns endlich erklären, wie er es gemacht hat, einen riesigen Linienflieger ins Pentagon knallen zu lassen, ohne dass auch nur ein Trümmerteilchen übrig blieb. Keine Düse, kein Triebwerk, nichts wurde gefunden. Außer jede Menge Straßenlaternen, die der Flieger auf Bodenhöhe daherbrausend eigentlich hätte umreißen müssen. Aber die standen noch. Dieser Osama bin Laden ist besser als Copperfield. Also Spezialeinheit, bringt mir diesen Mann in die USA, aber bringt ihn lebend, okay? Wir haben 50 Millionen Dollar auf seine Ergreifung ausgesetzt. Jetzt wisst ihr warum. Osama bin Laden soll uns hier in einem unserer Verhörkeller dann mal erklären, mit welchem Trick er die beiden Wolkenkratzer am 11. September in Schutt und Asche legte. Was er dem Flugbenzin hat beimischen lassen, dass die Hitze reichte, diese hochstabilen Wolkenkratzer zu Staub zerfallen zu lassen. Staub, den wir, ohne ihn im Anschluss lange zu untersuchen, einfach weggeschafft haben. Dieser bin Laden weiß als einziger, wie man Flugzeuge in Hochhäuser krachen lässt, damit die so zusammenfallen, als wären sie professionell gesprengt worden. Wir müssen wissen, wie er das gemacht hat. Leute, es hat in der Vergangenheit diverse Flugzeugkollisionen mit Wolkenkratzern gegeben. Manchmal brannte ein solches Gebäude sogar tagelang, aber es ist nie zerstört worden. Nur Osama bin Laden hat es geschafft, die World Trade Center nach Stunden zerbröseln zu lassen. Dieser Vorgang ist einmalig in der Geschichte brennender Wolkenkratzer und wir wollen den Osama bin Laden-Trick dahinter persönlich wissen. Also, Spezialeinheit, bringt mir dieses Terror-Superhirn lebend, damit er zum Beispiel dem amerikanischen Präsidenten und vor allem der Weltöffentlichkeit von hier aus live erklären kann, wie er es außerdem geschafft hat, dass das 3. World Trade Center Gebäude, World Trade Center 7, einfach so in sich zusammenfiel, obwohl das noch nicht einmal von einem Flieger getroffen wurde. All das ist Terror-Know-how, das wir, die USA, dringend benötigen, zum Beispiel um zukünftige Terroranschläge dieser Art zu verhindern. Spezialeinheit, Osama bin Laden ist nicht dead, sondern alive, wertvoll. Verwechselt das nicht, okay? Deshalb, lasst uns diese illegale Aktion im Ausland möglichst unauffällig durchziehen, unblutig, in einem Handstreich, wie damals der Mossad in Argentinien, als es darum ging, Adolf Eichmann zu schnappen, um ihn vor ein israelisches Gericht zu stellen. Spezialeinheit, vermeidet Krach. Helikopter mitten in der Nacht in einer abgelegenen Villengegend im Garten landen zu lassen, sorry, aber so würden nur Dilettanten vorgehen. Wir nicht. Wir sind die Elitetruppe der USA, die Navy Seals. Wenn es euch dann aber doch nicht gelingen sollte, diesen Super-Araber mit Zweitwohnsitzhöhle Afghanistan lebend zu fassen, zum Beispiel weil dieser rund um die Uhr mit Sprengstoffgürtel über dem Koran kniet und den roten Knopf drückt, wenn er verdächtige Geräusche hört, zum Beispiel Hubschrauber im Vorgarten, nun dann bringt mir wenigstens seine Einzelteile. Wie bei Flugzeugabstürzen. Ihr wisst, Leute, man findet immer irgendwas, was man wieder zusammensetzen kann. Und wenn ein Jet tief am Meeresgrund liegt, wir holen das Ding hoch und wir bauen das wieder zusammen. Also, gebt euch Mühe, okay? Okay, diese Gedanken sind von mir.
Ich bin kein Profi. Ich bin unabhängiger Reporter. Ich bin nicht embedded. Und nicht embeddete Reporter stellen unbequeme und oft dumme Fragen. Zum Beispiel, wenn US-Spezialeinheiten irgendeinen echt fiesen Spezialeinsatz durchziehen müssen. Sind sie da nicht hightechmäßig voll ausgestattet? Zum Beispiel mit Helmkameras und Nachtsichtgeräten, die alles mitschneiden, zum Beispiel für spätere Analysen? Oder wenn es in Realtime darauf ankommt, dass der Präsident weiß, was gerade vor sich geht. Präsident Obama war ja beim Zugriff Osamas offiziell via Satellit mit am Set. Prima. Kann ich diese Mitschnitte zum Beispiel vom Stürmen des Osama Bin Laden-Komplexes mal sehen? Oder liefen wie neulich beim Angriff am 11. September auf das bestbewachteste Gebäude der Welt, das Pentagon, wieder sämtliche Kameras nicht? Ja? Gibt es wirklich nur ein Foto aus dem Weißen Haus, bei dem eine Menge wichtiger Menschen plus Präsident in dieselbe Ecke gucken? Sie könnten sich gerade wer weiß was ansehen, den Super Bowl. Man sieht nicht, was sie sich ansehen. In den Nachrichten, die das US-Militär an die Presse durchreichen ließ, hieß es, Osama Bin Laden wurde mit Kopfschuss getötet, konnte also nicht mehr verhört werden. Das Foto, das Stunden später im Netz auftauchte, ist eine Fälschung, so die Militärs weiter. Danke für den Hinweis. Kann ich das echte Bild haben? Ein aktuelles Fotochen. Das würde mir reichen. Ich habe es bei keiner Nachrichtensendung entdecken können. Nur verjährtes Archivmaterial und Animationsfilmchen vom Einsatz in Pakistan. Freunde, ein einziges Bild vom gefährlichsten Mann der Welt, eurem Ex-Partner aus Afghanistan. Osama Bin Laden, das werdet ihr doch gemacht haben. Es reicht auch ein Handybild, Abu Ghraib-Qualität. Oder hatte keiner der Spezialeinheiten ein Handy dabei? Waren die Speicher voll? Oder hattet ihr das Roaming abgestellt? Und noch was, warum kippt ihr den Leichnam des Top-Terroristen Number One nach 10 Jahren Fahndung sofort ins offene Meer? Sowas bat man doch auf. Präsentiert diese Trophäe, wie man SUVs bei Autoshows präsentiert. Ich weiß nicht, aber wenn es um einen Tatort geht, wird der doch auch im zivilen Leben immer minutiös gesichert. Besonders die Leiche. Die kommt an einen sicheren Ort und verbleibt, wenn es sein muss, Wochen im Kühlhaus, bis alle Fragen geklärt sind. Zum Beispiel, ob der Tote auch der Tote ist. Da wartet man die DNA-Analyse erst ab. Erst dann wird die Leiche entsorgt. Ihr macht das umgekehrt. Noch nie CSI gesehen? Im zivilen Leben ist es sogar üblich, selbst Jahre später noch einem kleinen Hinweis nachzugehen und anstelle XY eine Leiche wieder auszubuddeln, nur um zum Beispiel eine entscheidende Frage ganz sicher beantworten zu können. Zum Beispiel, ist der Tote auch der Tote, von dem wir todsicher glauben, dass er der Tote ist? Ich meine, ich versuche mir den Einsatz vorzustellen. Ihr habt den gefährlichsten Mann der Welt vor der Flinte. Er schießt ihn in seinem eigenen Schlafzimmer, weil er sich im Nachthemd zu heftig gegen jede Menge US-Kampfmaschinen in Splitterschutzwesten und Schnellfeuergewehren wehrt. Und dann beerdigt ihr Osama Bin Laden Stunden später im offenen Meer. Beerdigen kommt ja von Erde. Oder hat Osama Bin Laden vor der Erschießung zwischen den Kaschmirkissen explizit um die für Moslems völlig unübliche Seebestattung gebeten? Gibt es wirklich nicht ein einziges dieser Possierbilder, die US-Soldaten gerne mit ihren Opfern machen, schon um zu Hause angeben zu können? Hallo Mama, das bin ich und der Tote Bin Laden in dessen Schlafzimmer. Ich will euch nicht unterstellen, voreilig gehandelt zu haben, liebe US-Militärs. Nur eines ist sicher. Mit diesem offiziellen Schluss eures Bin Laden-Drehbuches wärt ihr in Hollywood nicht durchgekommen. Die Studiobosse in Kalifornien hätten euch diese Story um die Ohren gehauen, mit der Begründung, das ist unglaubwürdig. Dieses Finale ist komplett der Scheiße und die Zuschauer werden sich den Müll nicht im Kino ansehen. Die Presse wird diesen Streifen mit Hohn und Spott überziehen. Das wird ein Superflop und so etwas, das finanzieren wir nicht. Naja, wir sind ja nicht in Hollywood und deshalb geht das schon. Denn der Steuerzahler muss ja zahlen und der TV-Junkie sieht sich alles an, was man ihm in sogenannten Nachrichtensendungen an Schwachsinn hinschmeißt. Alle feiern den Tod des größten Terroristen der Welt und keinem fällt auf, was fehlt. Die Leiche. Oder ein aktuelles Bild, das es auch nicht gibt. Mit anderen Worten, liebe Militärs, liebe US-Regierung, liebe Geheimdienste. Wenn man sich überlegt, was der Mehrteiler 11. September jetzt schon gekostet hat, da wäre es doch auf ein paar Millionen für einen anständigen Plot auch nicht mehr angekommen. Es hätte ja nicht gleich Francis Ford Coppola oder Steven Spielberg sein müssen. Nein, Günther Jämmerlich aus Stuttgart 21 hätte das bestimmt auch und deutlich billiger realisiert. Dann wäre zwar auch nur Grütze rausgekommen, aber man hätte sich später wenigstens sagen können, lass uns ins Kino gehen und einen netten Blockbuster-Trash-Abend haben. Mit anschließendem McDonalds-Besuch und voller Merchandising-Lawine. Bin Laden-Burger bitte, mit ganz viel Ketchup. Der Burger knallt beim Reinreißen, oder? Und für die Kids der Bart aus der Werbung mit dem Minarett-Sound, wenn man dran zieht. Ich liebe es. So aber ist das verschenkt. Und die Bildrechte kann man auch nicht mehr verhökern, weil man ja offiziell vergessen hat, welche zu machen. Was ich sagen will, ziemlich unprofessionell über die Bühne gegangen, das mit dem Abknallen und Versenken von dem Mann, den ihr über Jahre zum Top-Terroristen hochgeschrieben habt. Eurem Ex-Homie aus den 80ern, Osama Bin Laden. Uns bleibt da wohl nur der Trost, nicht weiter dumme Fragen zu stellen. Das alles zu glauben und endlich wieder zur Tagesordnung überzugehen. Das klappt schon. Wetten, Ende der Woche redet alles wieder über Justin Biebers Frisur, eine scheinschwangere Prinzessin aus England oder den Wetten-Das-Nachfolger?
Man könnte das fast für den Teil der Verblödungstaktik, Rufname Kommunikationsgesellschaft, halten. Aber dafür müsste man nicht doof sein. Und das ist man leider. Ja.